reicht es. Wir müssen gerade bei der energetischen Gebäudesanierung, bei der Einführung effizienter Heizung, da müssen wir was tun. Und das hilft den Menschen in Armut und nicht das Gegeneinander ausspielen von Photovoltaik und der sozialen Frage. Herr Driftmann, Frage an den Wirtschaftsmann, an den Unternehmer in dieser Runde. Sie haben selber ein Unternehmen, das ist erfolgreich. Sie kriegen als Verbandsvorsitzender, als Chef des DIHK natürlich auch mit, wie Ihre Kollegen denken. Wenn Sie sowas hören und sehen, sagen Sie da, genauso wie es Ausnahmen für die Großindustrie und die Wirtschaft, die energieintensive Wirtschaft gibt, müsste es eigentlich auch die berühmten Ausnahmetarife geben für die Menschen, die sich es nicht leisten können. Wir müssen konzeptionell die Folgen natürlich durchdenken. Und das ist schon mal ein schöner Satz, der kommt in die Pressemitteilung. Das ist sehr schön. Nur tatsächlich, das berührt natürlich jeden, wenn man von dem Schicksal hört und dass da geholfen werden muss, ist ohne Zweifel, liegt auf der Hand. Nur man muss natürlich die Dinge auch im Zusammenhang sehen. Das Ganze hat natürlich auch eine volkswirtschaftliche Erweiterung. Wir müssen dafür sorgen, dass unsere Volkswirtschaft lebendig bleibt, dass wir Werte schaffen, dass wir, wie ich vorhin sagte, besteuerbare Gewinne generieren, damit wir unsere sozialen Aufgaben wahrnehmen können. Das Geld muss ja verdient werden. Wir können ja nicht Geld ausgeben, das wir gar nicht haben. Und deswegen müssen wir ein System schaffen, das eben alle berücksichtigt, die mit erneuerbarer Energie zu tun haben. Dazu gehören Familien, dazu gehören Einzelpersonen genauso wie Unternehmen. Und das muss ins richtige Lot gebracht werden. Aber jetzt ist interessant, dass Sie es sagen, weil tatsächlich wettert die Wirtschaft ja sehr gegen diese Umlagen. Und wir gucken uns gleich mal an, wie viel sie tatsächlich ausgenommen ist von Zahlungen in diese erneuerbaren Energien. So schaut's aus. Unsere Devise heißt, Unternehmen genauso wie Bürgerinnen und Bürger in Deutschland müssen auch in Zukunft mit bezahlbarem Strom versorgt werden. Nur was für wen bezahlbar ist, scheint relativ. Während der Strompreis für Großverbraucher seit 2008 nahezu gleich geblieben ist, zahlen normale Stromkunden ein Plus von rund 20%. Die Schere zwischen Privat- und Industriekunden klafft immer weiter auseinander. Industriebetriebe, die besonders viel Strom verbrauchen, zahlen wenig bis gar nichts in die Umlage ein. Die Exportwirtschaft sollte so geschont werden, aber bei der ist es nicht geblieben. Dem ZDF liegt eine Liste mit über 700 befreiten Unternehmen vor. Darunter sind Mastbetriebe, die bayerische Milchindustrie oder die Bochumer Straßenbahn. Sie alle lassen die Normalbürger für sich mitbezahlen. Die energieintensive Industrie verbraucht 18% des Gesamtstroms, trägt aber nur 0,3% der Kosten für die Energiewende. Den großen Rest zahlen Privatkunden und Mittelstand. Herr Driftmann, ganz einfache Frage. Klagt die Wirtschaft deshalb so laut, weil sie weiß, der Verbraucher zahlt es eigentlich? Nein, der Verbraucher zahlt es eben nicht nur. Schauen Sie, ich bin ein mittelständischer Unternehmer. Wir haben in den letzten Jahren unglaublich viel investiert, um Energie zu sparen. Ich habe aktuell 300.000 Euro für Energie aufzuwenden, für Strom aufzuwenden in meinem Unternehmen. Im nächsten Jahr werden es 440.000 sein. Mhm. Das sieht auf den ersten Blick nicht so dramatisch aus, ist aber für einen Mittelständler schon ein ziemliches Wort. Deswegen machen wir uns Gedanken, was kann man eigentlich tun? Und damit stellt sich mir immer wieder auch die systemische Frage, die hier noch nicht so angesprochen worden ist. Machen wir jetzt. Jawohl. Wir haben natürlich, wenn man so sieht, gerade in Norddeutschland viele Windräder. Das ist zu begrüßen, selbstverständlich. Nur der Strom muss natürlich auch irgendwo hin. Mhm. Wenn ich von Norddeutschland nach Berlin fahre, fahre ich an Windrädern vorbei, die in aller Regel stillstehen, weil man sie letztlich wohl gar nicht braucht und abschalten muss. Herr Driftmann, ich verspreche Ihnen, wir kommen zu den Subventionen und zu den Ökos kommen wir noch. Wir reden jetzt über die Industrie. Es gibt diese Liste, 700 Firmen stehen da drauf. Fürs nächste Jahr haben sich schon mal 2000 Firmen beworben, ausgenommen zu werden von diesen Zahlungen. Wie fair finden Sie das? Ist das in Ordnung in Ihren Augen? Müssen die Bochumer Stadtwerke, müssen Mastbetriebe? Ich kann die Bochumer Stadtwerke kann ich nicht beurteilen, was die machen. Nur grundsätzlich möchte ich Folgendes sagen. Wie gesagt, ich gehöre nicht zu den Ausnahmefällen. Ich muss voll bezahlen. Trotzdem bin ich der Meinung, dass es Ausnahmen geben muss. Das sind insbesondere energieintensive Großunternehmen. Wenn auch der Mittelstand natürlich das Rückgrat unserer
Volkswirtschaft darstellt und uns ja, wenn man ehrlich ist, auch über die Krise ganz gut weggetragen hat, brauchen wir doch auch Großunternehmen und auch die energieintensiven, damit wir uns im internationalen Wettbewerb behaupten können. Gut. Wichtiges Argument natürlich eigentlich des Wirtschaftsministers, Herr Rösler, war ja immer zu sagen, Arbeitsplätze wichtig, 860.000 insgesamt, die dürfen wir nicht gefährden. Deshalb dürfen die Subventionen für die Industrie nicht runter. De facto zahlt die Industrie, haben wir gerade noch mal gesehen, 0,6%, wiewohl die Preissteigerungen für den Normalverbraucher bei 20% sind. Warum sagen Sie so Sätze überhaupt, dass die energieintensiven Betriebe da schon so viel leisten und dass man denen nicht noch mehr zumuten kann? Also, Fan von diesen Bochumer, nochmal, bayerische Milchindustrie, Bochumer Straßenbahn, ganz was Wertvolles. Erstmal die Liste, die jetzt so ganz geheimnisvoll getan ist, eine öffentliche Liste, die wir auch immer wieder veröffentlichen müssen. Da stehen alle 700 Unternehmen dann selber dahin. Das Zweite ist, es muss aus meiner Sicht auch Ausnahmen geben, weil es da sehr konkret um Arbeitsplätze geht. Und wenn man alle Ausnahmen, nur mal angenommen, eine Sekunde gedacht, will ich nicht, aber könnte man machen, streichen würde, so wie das Herr Trittin vorgeschlagen hat, habe ich nicht. Dann würde man, das ist ja schon mal gut, das ist schon mal sehr gut, dann würde man nicht 5,3 Cent EEG-Umlage haben, sondern gerade mal 1 Cent weniger. Das heißt, die 4 Cent nach wie vor wäre die Förderung der erneuerbaren Energien. Und das zeigt eben, der Hauptkostentreiber ist nicht die Ausnahmeregelung, es ist 1 Cent ungefähr, oder wird im nächsten Jahr 1 Cent sein, sondern die Förderung der erneuerbaren Energien. Und die Ausnahmen, die sind nicht zufällig. Die sind sogar gemacht zu ihrer Zeit, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, gerade die Straßenbahn und andere Dinge. Und bei vielen geht es um Chemie, Stahl, Aluminium. Wir brauchen diese 860.000 Arbeitsplätze. Wir brauchen aber auch für die Energiewende, die Windräder, die Sie hier sehen, sind alle aus Stahl, Aluminium. Und wir brauchen auch zur Umsetzung der Energiewende genau diese Branchen, chemische Grundstoffe, Stahl, Aluminium. Und deswegen sind diese Ausnahmen gerechtfertigt. Hier geht es ganz konkret um Arbeitsplätze für die Menschen. Noch mal nachgefragt. Okay, Herr Trittin. Damit er kein Missverständnis gibt. Ich bin der Auffassung, dass die 600, 700 Unternehmen, die man da gemacht hat, dass das richtig ist. Gießereien, Aluschmelzen. Ja. Kupfer. Aber ich kann nicht nachvollziehen, ich kann wirklich nicht nachvollziehen, dass eine Pommesfabrik, und Sie finden die auf der ersten Seite dieser Bufferliste, dass ein Futtermittelmischwerk, eine Tiermehlfabrik, dass die für den Industriestandort Deutschland und für die internationale Wettbewerbsfähigkeit von absoluter Bedeutung sind. Und deswegen finde ich eigentlich, Herr Driftmann, dass Sie sehr ruhig sind. Weil man muss wissen, die Hälfte des Industriestroms Deutschlands ist nicht befreit. Das sind Betriebe wie ihrs. Sie zahlen das nicht nur ALG-2-Bezieherinnen, Arme, sondern viele klein- und mittelständische Unternehmen zahlen diese ungerechtfertigten Subventionen. Und deswegen finde ich, Herr Rösler, geben Sie sich einen Ruck, sagen, ich lichte diesen Dschungel, ich reduziere ihn auf das, der wirklich nötig ist, Aluschmelzen, Industriebetriebe, die wir im internationalen Wettbewerb brauchen. Da können Sie mich auf mich zählen, auch wenn es um die Straßenbahn und Ähnliches geht. Und dann haben wir eine deutliche Entlastung bei der EEG-Umlage. Sie haben, Herr Trittin, auch beziffert, dass insgesamt 4 Milliarden Euro die Rabatte für die Industrie betragen. Die Kollegen von Frontal 21 haben noch mal zusammengerechnet, dass durchaus die Ökosteuer da noch mit draufkommt, die Rabatte bei den Netzentgelten noch mit draufkommt. Also in der Summe liegen die Unterstützungen für die deutsche Wirtschaft bei 10 Milliarden pro Jahr. Wissen Sie eigentlich von vornherein, bei wem es gerecht ist und bei wem es nicht gerecht ist, diese Nachlässe zu geben? Ja, brauchen Sie ja auch so einen Energieberater, den Herr Altmaier nach Hause schicken möchte? Der Kollege Trittin, der das Gesetz ja gemacht hat, wollen wir nicht vergessen, hat damals gesagt, gibt es ja auch noch Protokolle aus dem Bundestag, der Einfachheit halber, prüfen wir nicht jedes einzelne Unternehmen, sondern machen klare Kriterien, also zum Beispiel Energieverbrauch und Anteil des Energieverbrauchs bei der Gesamtwertschöpfung des Unternehmens selber. Das heißt also, da gibt es klare Kriterien, nach denen diese Ausnahmen geschehen. Und wir sind gerne bereit, uns die einzelnen Ausnahmen noch mal anzusehen, aber machen Sie den Menschen nichts vor. Das, was Sie genannt haben, auch was Sie genannt haben mit Mastbetrieben oder Pommesbuden, sind einzelne Ausnahmen. Die großen Verbraucher bei diesen 1 Cent sind eben Aluminium und Stahl. Und selbst wenn man alle Ausnahmen streichen würde, würde damit nach wie vor der Strom nur um 1 Cent günstiger werden. Und der Hauptkostentreiber bleibt mit 4 Cent dann eben die überzogene Förderung der erneuerbaren Energien. Das gehört zur Ehrlichkeit dazu. Und deswegen, ja, wir können darüber reden. Aber machen Sie den Menschen nichts vor, es wird dadurch noch längst nicht billiger. Ich möchte gerne fortsetzen mit der Streicherei.
Erstens haben Sie, Herr Rösler oder Herr Bröderle, das weiß ich jetzt nicht genau, die Kriterien verändert. Sie haben sie weitergemacht, deswegen gibt es heute mehr Betriebe als zu meiner Zeit. Und zweitens, Sie haben auch ins EEG noch weitere Dinge reingeführt. Sie haben zum Beispiel sich hingestellt und gesagt, wir machen eine Marktprämie für Windenergie. Das ist reine Rosinenpickerei. Ich bin dafür, dass die wegkommt. Also hier spricht jemand dafür, dass das EEG an der Stelle geändert wird. Sie haben bei dem Bereich der Netzentgelte, das hat ja nun mit Erneuerbaren gar nichts zu tun, bestimmte Betriebe angefangen zu befreien. Auch da gilt, dass zum Beispiel Bankrechenzentren und ähnliche bei der Netzumlage entlastet worden. Auch das müssen Betriebe von Herrn Driftmann bezahlen. Ich sehe das nicht ein, dass wir an dieser Stelle hier anfangen, tatsächlich den Strompreis künstlich hochzutreiben, weil sie die Akzeptanz für die Erneuerbaren zerstören wollen. Das ist die Logik Ihrer Verhaltung. Und ich finde, damit müssen Sie Schluss machen, wenn Sie es ernst meinen mit der Energiewende. Gut. Ranga Yogeshwar und Frau Zenker sind gleich dran. Aber es gibt noch mal eine Rückfrage an Herrn Driftmann. Fühlen Sie sich angesprochen? Wie fair oder unfair finden Sie es eigentlich, dass Sie sehen, da gibt es Leute, die rutschen unter all diesen Kriterien durch und Sie selber müssen es bezahlen? Wie fair ist es in Ihren Augen? Es werden natürlich immer irgendwelche Fehler auftauchen. Das sehe und Sie ich sind ein. So nett heute Abend. Nein. Ich kenne nur das Gesamtproblem und ich weiß, dass man nicht verallgemeinern darf. Man muss dann wirklich in den einzelnen Fall hineinschauen. Und manches, was gar nicht gerechtfertigt erscheint, ist es möglicherweise doch. Ja. Und deswegen muss man sich die Mühe schon machen, da genau hinzuschauen. Sie sind vorsichtig. Ich aus guter Erfahrung. Etiketten alleine bringen es nicht. Man muss schon ein bisschen genauer hinschauen. Und dann stellt man in der Tat fest, dass es durchaus Auswüchse gibt. Die gibt es übrigens bei der Implementierung jedes Systems. Ja. Und deswegen muss man immer wieder neu prüfen, immer wieder neu hinschauen. Das geschieht übrigens auch. Es ist nicht so, dass wir von der Entwicklung, dass wir als organisierte Wirtschaft von der Entwicklung überrollt worden wären und sagten, das gefällt uns alles nicht. Nein, wir sehen schon ein, dass das notwendig ist. Wir wünschen uns nur eine systemisch sinnvolle Betrachtung, damit die Richtigen entlastet werden und natürlich auch die Richtigen belastet werden. Dann schaue ich jetzt mal, ob ich Sie mit dem nächsten Film gefühlt unter die Decke bekomme. Weil wir schauen uns jetzt gemeinsam mal an, dass es eine verblüffende Logik gibt. Wenn man möglichst viel Strom verbraucht, wird es billiger.